Hallo und herzlich willkommen zurück zu Venetica. Ja, wir sind hier im Hauptquartier der Gondoliere vielleicht. Zumindest sind wir hier, wo wir das Passwort für den Thronraum rausbekommen können. Und ja, da schauen wir uns doch gleich mal um. Beziehungsweise reden wir erstmal mal kurz nochmal mit Drago. Beeil dich. Okay, das war ein schnelles Gespräch. Dann lasst uns doch einfach mal hier ein wenig uns umschauen. Da ist auf jeden Fall ein Bett. Das können wir sogar benutzen, wenn wir das wollten. Oh, ein Eindringling! Ich bin verloren! Willkommen im Palast von Venedig, Dieb. Von mir wirst du nichts bekommen. Fragen wir doch erstmal, wer er ist. Und da sehen wir schon den nächsten Steinlöwen, den wir zum Leben irgendwann mal erwecken können. Ich glaube, da brauchen wir auch eine bestimmte Fähigkeit dazu. Naja, egal. Wer ist er? Wer bist du? Du kennst nicht einmal meinen Namen? Was für ein jämmerlicher Räuber bist du eigentlich, dass du bei mir einbrichst, ohne einen Schimmer zu haben, wer ich bin? Du verschwindest besser in dem Loch, aus dem du gekrochen bist, bevor ich meine Geduld verliere. Sagt ausgerechnet derjenige, der nicht bewaffnet ist und einer Bewaffneten gegenübersteht. Ich würde sagen, wir fordern das Passwort. Gib mir das Passwort zum Thronsaal der Klaue. Ich bin Prinz Viridor und ich gebe niemals irgendwem irgendwas. Und für dich wäre es am besten, wenn du auf der Stelle verschwindest. Zu jeder Stunde, Tag und Nacht, stehen zwei Wachen für mich bereit. Also verschwinde, du dreckiger kleiner Dieb. Und wage es nicht, den schönen Palastteppich mit dem Dreck an deinen gesetzlosen Füßen zu beschmutzen. Netter Typ. Soll man verspotten oder sehr freundlich fragen? Der ist mir äußerst unsympathisch. Ich glaube, den verspotten wir. Du brauchst Wachen, Tag und Nacht? Vielleicht zum Schuhe zu binden? Ich zeige dir, wofür ich sie brauche. Wachen! Vielleicht hätten wir doch freundlich fragen sollen. Aber andererseits hat er eine Abreibung verdient. Und schön, du hast gewonnen. Du willst das Passwort für dieses verfluchte Schiff? Ja. Ja, ich kenne es. Es lautet Ewigkeit. Und jetzt geh. Vielen Dank. Ich frage mich im Moment gerade nur, wo sind eigentlich deine Wachen geblieben, die du gerufen hast? Irgendwie ist da nichts passiert. Oh, ein Eindringling. Nur dasselbe wieder. Haben wir sonst noch irgendetwas Interessantes hier? Nein, da können wir nicht rein. Nö, das sieht nicht aus, als ob da noch irgendwas Interessantes wäre. Und es sind sogar zwei Steinlöwen. Ich frage mich tatsächlich, ob das die sind, die wir später irgendwann noch brauchen werden. Aber, naja, gut. Jetzt geht's erstmal wieder zurück, denke ich. Rein da, schnell! Ich bringe dich jetzt zurück zur Galeere. Gut, so viel dazu, dass wir nach Venedig nochmal reinkommen, um Sachen zu machen. Wenn all dies vorüber ist, findest du mich in der Taverne des inneren Bezirks. Oh, und noch etwas. Von jetzt an fahren wir Gondoliere dich überall hin, wann immer du möchtest. Oh. Damit wirst du viel leichter umherreisen können. Und jetzt viel Glück. Nett. Vielen Dank. Wenn all dies vorüber ist. Oh, und von jetzt. Damit wirst du. Und jetzt. Okay, wie gesagt, vielen Dank. Dann bin ich ja mal gespannt, wo ihr uns überall hinführen könnt. Ah, hier bin ich. Gut, dann wollen wir doch mal wieder reingehen und den Thronsaal uns anschauen. Und dann finden wir hoffentlich auch Sophistos, beziehungsweise können ihn befreien. Da ging es nach oben. Das heißt, wir bleiben erstmal hier. Genau, da vorne war er. So, jetzt bin ich gespannt. Wie lautet das Passwort? Ewigkeit. Ewigkeit. Richtig.
Dann lass uns mal rein. Jetzt bin ich gespannt. Ich frage dich ein letztes Mal, Sophistos. Wirst du mich unterstützen? Und wirst du mir sagen, wo sich das schwarze Grimoire befindet? Niemals werde ich mit dir paktieren, du Gezücht der Unterwelt! Traurig, dass du mein Angebot ablehnst. Oh, ich würde sagen, wir sind zu spät. Bringt ihn dorthin, wo ihr ihn hergeholt habt. Dort sucht niemand nach ihm. Und die Ratten werden nichts übrig lassen. Aha, du bist also der Unruhestifter. Ich bin immer noch erstaunt, dass einer von uns vernichtet werden konnte. Aber gib dich nicht der Vorstellung hin, du hättest gegen mich eine Chance. Ich bin in den Gassen von Jericho aufgewachsen, nachdem meine Eltern von Banditen getötet wurden. Ihre Asche habe ich seitdem bei mir, jeden einzelnen Tag. Irgendwann war ich endlich größer und stärker als alle anderen. Und das war der Tag, an dem sie zahlen mussten. Mein Zorn zerschmetterte sie wie Fliegen an der Wand. Seit diesem Tag hat niemand mehr meinen Führungsanspruch in Frage gestellt, ohne schreckliche Konsequenzen zu erleiden. Ganz alleine habe ich ein Handelsimperium errichtet, indem ich die richtigen Verbündeten gefunden und die Feinde vernichtet habe. Und schließlich hat mich mein Bündnis mit dem untoten Fürsten unsterblich gemacht. Nur du bist der Schwachpunkt in meinem Plan. Niemand hat geahnt, dass es noch eine Person gab, die uns gefährlich werden konnte. Aber das wird ein Ende finden, hier und jetzt. Ein typischer Bösewicht, der redet ziemlich viel. Und die Asche ist bestimmt noch wichtig, um den zu besiegen. Wir wollen das Gleichgewicht wiederherstellen. Ich werde das Gleichgewicht wiederherstellen. Das ist mein Schicksal. Dein Schicksal ist nicht, uns im Wege zu sein. So lass uns beginnen. Es wird nicht lange dauern. Der wird das Lachen noch im Halse stecken bleiben. Okay. Na gut, in dem Fall lasst uns mal was anderes probieren. Wir kommen durch seine Deckung nicht durch. Okay, dann wollen wir doch mal diese Asche zerstören. Vielleicht, kommen wir dann durch seine Deckung durch. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Aber wer kommt immer noch nicht durch? Okay. Wir können gar nichts mit ihm machen. Gibt's hier nochmal Asche? Hab ich da noch... Das verstehe jetzt, wer will. Ich jedenfalls gerade nicht. Nee, weitere Asche gibt's nicht wirklich. So, müssen wir vielleicht Dings nehmen? Nee, das geht aber auch nicht. Blocken? Bringt das was?
Hätte er vielleicht seine Asche, die Asche selbst zerstören müssen? Ah, wartet mal. Eine andere Idee. Ja, das sieht aus, als ob das passen könnte. Autsch. Okay, dann machen wir das mit selbe nochmal mit der nächsten Säule. Okay, das hat auf jeden Fall was gebracht. Wahrscheinlich muss man beide Sachen machen. Ist schon blöd, wenn man die Stützpfeilen zerstört. Okay, dann geht die ganze Sache jetzt weiter in der Schattenwelt. Nun gut, dann müssen wir mal schauen, was wir hier machen müssen. Der letzte Kampf war ja nicht so einfach. Oha. Mann, bist du hässlich, Hector. Mal schauen, was wir hier, wie wir diesen Kampf hier besiegen können. Daneben. So. Okay, verstehe, wie das hier funktioniert. Mist, jetzt hat er mich doch noch erwischt. Ach, verdammt. Verdammt mich noch mal. Warum klappt sie jetzt nicht mehr? So. Steht nochmal auf. Okay. Das heißt, in der nächsten Runde hammern, denke ich. Fällt wieder. Okay. Passt es doch noch nicht? Oder kommst du in eine... Ne, es geht in der nächsten Runde. Es gibt eine nächste Runde. Autsch. Wo müssen wir ihn jetzt besiegen? Auf seinen Kopf? Au. Auch mal kurz was zu essen. Okay, diese Runde verstehe ich noch nicht so ganz.
ist auf jeden Fall nicht der Fall. Wir müssen anscheinend schon den Kopf treffen, anscheinend. Oh Mann. Das Zeug hält halt aber wirklich nicht besonders gut. Aber was anderes, was besser heilt? Gesundheit 20. Ja, so ein Apfel zum Beispiel. Ja, doch. So kriegen wir es ganz gut hin, ohne getroffen zu werden. Gleich hammern. Essen wir nochmal ein Brot? Nee, nochmal einen Apfel. Und dann noch einen Schlag. Und das war's wohl mit Hector. Sehr gut. Einer der nächsten Untoten ist erledigt. Uff. Du kommst zu spät. Jep. Wir konnten Sophistos nicht mehr befragen. Du hast sicher recht. Vergib mir mein Versagen. Jetzt, wo Sophistos tot ist, ist unsere Verbindung zum schwarzen Grimoire durchtrennt. Das einzig Gute daran ist, dass der untote Fürst genauso ahnungslos ist wie wir. Aber wir dürfen nichts riskieren. Du musst Sophistos finden. Finden? Er ist tot und seine Leiche im Fluss versunken. Du enttäuschst mich. Benutze deine Sinne. Seine Leiche ist nicht versunken. Sie wurde vom Schiff geholt und in seine frühere Behausung gebracht, dem letzten Befehl Hektors entsprechend. Und auch der Tod ist nicht so endgültig, wie er scheint. Ich muss Sophistos Leiche finden, um das schwarze Grimoire aufzuspüren? Beeil dich. Dein Feind hat dich noch nicht ausgemacht, obwohl du dich direkt vor seinen Augen bewegst. Das wird nicht mehr lange so bleiben. Er hat weitere Verbündete, die wachsamer sind und ihre Spuren zu verwischen verstehen. Halte dich im Verborgenen. Hört sich vernünftig an. Erzähl mal mehr über diese Feinde. Ich will alles wissen. Warum kannst du nicht einfach die Seele dieses Untoten zerschmettern? Weil dieser Untote unsere Regeln gebrochen hat. Er wurde als mein Nachfolger gewählt, denn jeder letzte Begleiter, so wie ich einer bin, wird nur für eine gewisse Zeitdauer auserwählt, um die Toten zu ihrer letzten Ruhestätte zu führen. Und meine Zeit ist abgelaufen. Meine Epoche des relativen Friedens und der Stabilität verblasst. Bald wird es dunkel werden in deiner Welt. Die jetzigen Geschehnisse sind nur ein blasser Schatten von dem, was euch alle noch bedrohen wird. Daher hat der ewige Rat entschieden, dass ein neuer Begleiter gefunden werden muss. Sein Name war Victor. Und er war ein guter Lehrling. Doch dann verletzte er die Gesetze, indem er verbotene Bücher über die dunklen Mächte der Nekromantie las. Der Rat war erzürnt und beendete Victors Ausbildung. Denn er fürchtete, Victor würde seine Macht missbrauchen, wenn er einmal letzter Begleiter wäre. Doch Victor wollte nicht verlieren, was er für sein Geburtsrecht hielt, der letzte Begleiter zu werden. Also führte er ein dunkles Ritual durch, das die ewigen Gesetze austrickste. Während er sich mit einem starken Zauber vor dem Tod schützte, brachte er sich um. Und seine vier Verbündeten taten es ihm gleich. Das führte zu einer Unmöglichkeit. Wie kann man vor dem Tod geschützt sein und gleichzeitig sterben? Das machte ihn und seine Gefährten untot und entzog sie damit meinem Griff als Wächter. Nun können sie also tun, was ihnen beliebt, ohne dass die ewigen Gesetze noch für sie gelten. Und jetzt strebt Victor danach, den Rat selbst zu vernichten, wie auch mich, indem er die ewigen Gesetze ändert. Dazu will er das letzte Ritual durchführen, das in einem Buch beschrieben wird, das nicht von dieser Welt stammt. Das schwarze Grimoire? Ja.
Wenn er die unsichtbaren Buchstaben auf den schwarzen Seiten vorliest, wird er unbesiegbar und stellt alle Regeln des Universums auf den Kopf. Aber auch du hast diese Regeln gebrochen, nicht wahr? Als ich mit deiner Mutter zusammen war, bevor ich zum letzten Begleiter berufen wurde. Die ewigen Gesetze verbieten es, Kinder zu bekommen. Denn wenn man ausersehen ist, ein Begleiter zu werden, dann wird die Macht zwangsläufig auf das Kind übergehen. Als der ewige Rat von dir erfuhr, rang er mit sich. Doch ich konnte ihn überzeugen, dass mein geheimer Betrug, ein Betrug aus Liebe zu deiner Mutter, nun unsere stärkste Waffe gegen unseren neuen und fürchterlichen Feind sein konnte. Okay. Sollen wir hier aufhören? Nee, wir machen das Gespräch jetzt noch fertig, auch wenn wir jetzt noch ein bisschen überziehen. Aber ich würde wirklich gerne das Gespräch fertig machen und nicht hier schon Schluss machen. Frag mal jetzt erstmal über die Mutter. Erzähl mir mehr von meiner Mutter. Ich habe dir schon mehr erzählt, als ich sollte. Und nun geh und finde die Leiche von Sophistos. Vielleicht wird uns das weiterhelfen. Okay, wir werden das für Benedikt tun. Ich werde dies für die guten Menschen wie Benedikt tun, nicht für dich. Und nun geh. Ich denke, das war auf jeden Fall richtig. Und diese Gesprächsthemen, die wir noch durchgehen wollten, nun ja, die waren entkommen. Doch relativ und schnell sie hat Hector durch. Getötet. Ich dachte, ich hätte die Besten auserwählt. Na, nun nicht. Bin mir eigentlich sicher, dass wir die Besten sind. Und welches Licht wirft das auf diese Welt? Victor, mein Lieber, lasst es mich so sagen. Zwei von uns sind tot. Ihr habt Unsterblichkeit versprochen. Ich frage mich, warum ihr besser seid. Nicht einmal eure gruseligen kleinen Bücherwürmer scheinen bislang etwas bewirkt zu haben. Er kann uns nur gottgleich machen, wenn das Buch gefunden wird. Habt ihr nicht zugehört? Er hat längst alles erklärt. Ruhe, meine dunkle Prinzessin! Deine Meinung zählt hier nicht. Ich habe meine Leute nicht verlassen, um mir euer unwürdiges Geschwätz anzuhören. Ich habe Victor mein Leben geschenkt, damit er mir die Stärke gibt, meine Leute zu führen. Und ich werde meinen Treueschwur ihm gegenüber erfüllen. Meine Kriegsbestien werden diese Person ausfindig machen. Und sie werden sie in Stücke reißen. Vielleicht mag ich es doch, wenn du redest. Seltsam. Ich mag sie auf einmal nicht mehr ganz so gern. Ich bin sicher, dass eure Hoheit wieder eure Autorität an einen von uns abgibt. Na, zum Teufel. Ich habe den Arsenalbezirk sowieso nie gemocht. Ich werde Tod und Schrecken auf den Straßen verbreiten, bis mein Schwur als erfüllt gilt. Setz deinen Übermut sinnvoll ein, meine junge Prinzessin. Okay, das heißt, das wird unsere nächste Gegnerin werden. Sind ja nur noch die drei hier übrig. Das war eine gelungene Vorstellung. Ja, Hauptmann Rook. Aber jetzt, wo wir den Untergang der Klaue beobachtet haben, sollten wir nicht sofort etwas unternehmen? Im Gegenteil. Unsere strikte Order war, keinesfalls in die Angelegenheiten der persischen Besatzungsmacht einmischen. Und wir befolgen unsere Befehle genau, wie es der Doge von uns verlangt. Kann man kaum anders sehen. Deswegen gehen wir jetzt alle schön wieder auf unsere Posten und lassen den Dogen mit dem Schlamassel fertig werden. Sehr gute Entscheidung, Hauptmann. Ach, und Feldwebel? Ja, Hauptmann? Helfen Sie der Frau da aus dem Wasser. Natürlich, Hauptmann. Okay, die Galeere ist... Geht es euch gut? Ich glaube schon. Schön. Nun, da die Besatzung vorbei und das Tor zum Arsenalbezirk wieder offen ist, steht es den Bürgern wieder frei, dorthin zu gehen. Also, falls wirklich jemand dahin will... Schließlich ist es ein Ort der Gesetzlosen. Außerdem ist Hauptmann Rook nun wieder im Garnisonsgebäude aufzufinden. Ach ja, und auch wenn ich natürlich gar nichts gesehen habe, habt Dank, Unbekannte. Oh, und vergesst nicht die Schatulle, die da drüben angeschwemmt wurde. Ich nehme an, sie gehört euch. Okay, das heißt, die Schatulle sollten wir als nächstes holen. Außerdem haben wir jetzt Untote First. Sophistos wurde getötet, aber vielleicht kann ich mit seinem Geist sprechen und herausfinden, ob das schwarze Grimoire zerstört wurde. Falls es noch existiert, so werde ich diese Aufgabe zu Ende bringen.
Gut, das ist unsere nächste Quest und als nächstes holen wir uns die Schatulle aus dem Wasser. Aber da wir schon überzogen haben, machen wir das beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!